Hallo, ich bin's, Master Jam. Ich bin krank, weil ich mir so ein komisches, neumodernes Virus eingefangen habe. Ich weiß auch nicht, wo ich das bloß herhaben könnte. Und dass wir heute wieder hier sind, das wäre. Jedenfalls sitze ich jetzt schon seit 4 oder 5 Tagen in Quarantäne und mir ist sterbenslangweilig. Aber keine Sorge. Ich bin nicht allein in Quarantäne. Adam Sandler ist bei mir. Wir haben viel Spaß zusammen. Jedenfalls haben wir ein Lustige Witze Quarantäne-Special für euch vorbereitet. Und wir sagen Lustige Witze in 3, 1. Sag mal, wie ist das jetzt eigentlich? Darf man sich wieder duschen oder waschen wir uns immer noch nur die Hände? Mein Döner schmeckt ganz anders, seit sich der Dönermann meines Vertrauens die Hände wäscht. Die Corona-Maßnahmen werden mir langsam zu verwirrend. Ich habe mir heute Morgen aus Versehen in den Ellbogen geschissen. Ich war dieses Jahr das erste Mal wegen des Virus nicht auf den Malediven. Sonst lag es immer daran, dass ich keine Kohle hatte. Homeoffice ist eigentlich ganz schön. Nur die Kantine hier ist voll für den Arsch. Wir dachten, es sei ein Virus. Dann eine Pandemie. Und dann wurde es ein globaler IQ-Test. Hier ist das Gesundheitsamt. Wir kommen morgen zu Ihnen für einen Kontrollabstrich während Ihrer Quarantäne. Können Sie mir ein Zeitfenster geben, damit ich auch zu Hause bin? Was? Was? Eigentlich schon geil, dass Raucher mit 2 Meter Abstand voneinander entfernt qualmen, damit sie keine tödliche Lungenkrankheit bekommen. Warum haben Sie im Restaurant falsche Kontaktdaten angegeben? Ich bin nicht ich, wenn ich hungrig bin. Ich würde mich gerne mit dir treffen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mich beherrschen kann, den Mindestabstand einzuhalten. Wie nah willst du denn kommen? Minus 17 Zentimeter. Mama, wann machen die Friseure wieder auf? Ich bin Papa. Mein erstes Forschungsgespräch via Zoom verlief ganz... Da ist ein Rechtschreibfehler, da steht wir. Naja, ich bin krank, die werden das schon hinnehmen. Mein erstes Forschungsgespräch via Zoom verlief recht gut. Der Kunde fragte am Ende sogar noch, woher ich denn meinen neuen Pumuckl-Schlafanzug habe. Warum verirren sich Geimpfte seltener? Weil sie vor schweren Verläufen geschützt sind. Der Lockdown macht mir echt nichts aus. Manchmal weine ich zwar laut, wenn ich im Supermarkt auf der Eierpackung Freilandhaltung lese, aber sonst geht es eigentlich. Kommentarkommentierzeit! Willkommen zurück zur Kommentarkommentierzeit, die Zeit, in der ich eure Fragen kommentiere. Oder so. Mr. Frischi fragt auf Twitter, auf welche Festivals willst du dieses Jahr gehen und drehst du dann auch wieder Vlogs? GOND und Kerpolds Heimspiel sind geplant, sofern die stattfinden. Ich glaube schon, dass sie stattfinden. Und ja, Vlogs wird es natürlich geben. Tobias McFly fragt auf Twitter, würdest du auch mal auf ein Hip-Hop- oder EDM-Festival gehen? Für einen Job, um mal Fotos zu machen oder zu drehen oder so, ja. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt privat dahin gehen würde. Ich würde jetzt keinen vollen Preis dafür bezahlen für ein Festival, wo ich die Musik halt überhaupt nicht höre. So. Kamera Sojane fragt auf Twitter, wie kann man mit dir tauschen bei Pokémon Go, wenn man Glücksfreunde ist, aber weiter weg wohnt? Ja, gute Frage. Müssen wir uns wohl auf ein Konzert, auf ein Festival oder auf der Gamescom oder so treffen? Eine andere Möglichkeit sehe ich nicht, weil... Ne, geht halt nicht. Wenn ihr übrigens aktive Pokémon Go Spieler seid, schreibt euren Freundescode in die Kommentare, ich tausche gerne Geschenke mit euch. Feed the Bull fragt, auf welches Game freust du dich dieses Jahr am allermeisten? Da sind 2 Games, die dieses Jahr rauskommen, auf die ich mich mega freue, und zwar einmal das neue Mario Smash Football, was hoffentlich genauso geil wird wie die Vorgänger. Und selbstverständlich, ich hole es mal kurz, davon den neuen Teil. Muss ich dazu noch mehr sagen? Ich habe gerade ein Bild in eine WhatsApp-Gruppe geschickt von wegen, morgen kommt eine neue Folge Lustige Witze. Antwort von Lea. Dich darf man auch wirklich nicht komplett alleine lassen, oder? Polo Ben fragt, wie findest du scheiß Wessis? Also wer jetzt gerade nicht weiß, was damit gemeint ist, damit meint er das neue Musikvideo von den Toten Hosen, wo auch Finch Asozial drin mitspielt, wo ich mir dachte, what the fuck. Ist jetzt nicht mein Top-Favorit, aber ich finde es schon ein geiles Teil. Was ich aber noch viel, viel, viel geiler fand, war das neue Wort zum Sonntag und das ganze Musikvideo dahinter. Wirklich, mit dem Ding haben die mich zum Heulen gebracht. Alter, danke Tote Hosen, ich liebe euch dafür. Lucy fragt, vermisst du uns, Schnief, RBK Forever? Damit ist die Zeit meiner Berufsschule der Mediengestalter-Ausbildung von 2014 bis 2017 gemeint. Und ich muss sagen, einerseits ja, weil es eine super coole Zeit war, wir super viel Spaß hatten und nur coole Leute und coole Lehrer um uns rum hatten. Und andererseits nein, weil ich habe jetzt gerade eine bessere Zeit in meinem Leben und kann gerade mehr machen, was ich will, als damals. Und das ist schon geiler irgendwie. Aber war eine geile Zeit. Danke für deine Frage, Lucy. Mrs. Lost fragt, was war dein allererstes Konzert? Rise Against in Dortmund 2012. Und genau an diesem Tag ist ein neues Hobby von mir geboren. Tens fragt,
Möchtest du was für mich drehen und schneiden? Kann dich aber nicht bezahlen. Ja, natürlich, denn wie ihr seht, das Büro hier, was um mich rum ist, das kostet... sorry. Das Büro hier, das hier um mich rum ist, das kostet nichts. Das Equipment, womit ich aufnehme, das kostet nichts. Der Strom kostet nichts. Ich mache das hier auch alles völlig for free. Nee, mal im Ernst, es ist unfassbar, durch wie viele Stellenanzeigen oder durch wie viele Anfragen ich in den letzten 3 Monaten geklickt habe. Von wegen, arbeite mal umsonst für uns. Das ist unfassbar. Joni Jan the Rich. Sorry, Instagram hat das abgeschnitten. Ich kann deinen Namen nicht zu Ende lesen. Bester Schnaps, den du je hattest? Lablandia-Wodka. In Finnland damals mit der finnischen Botschaft. Das war das Beste, was ich je getrunken habe. Phil Over 9000 fragt: Gehst du dieses Jahr auf das Obscene Extreme Festival? Dazu habe ich folgende Antwort für dich. Linda XHE fragt: Welcher Aspekt hat die Zeit auf der Tour mit den Ogmonics so schön für dich gemacht? Für die von euch, die es noch nicht mitbekommen haben, ich wurde letzte Woche von der Punkrock-Band, die Ogmonics, als Videograf gebucht, um ein Vlog von ihrer Tour zu machen. Es gab mehrere Aspekte, die ich einfach super toll fand. Einerseits konnte ich meinen Ideen freien Lauf lassen, ich konnte mich kreativ super austoben, neue Dinge ausprobieren und einfach mal testen, was so möglich ist. Andererseits war der Zusammenhalt im Team natürlich super cool. Es waren nur coole Leute da und wir haben uns alle wunderbar verstanden und hatten mega Spaß zusammen. Und auch so eine Fürsorglichkeit war einfach da. Weißt du, ich saß da morgens im Bus, war am Schneiden, der leere Kaffee wurde mir weggenommen und mir wurde ein volles Bier dahingestellt. Und was ich ehrlich gesagt auch noch sehr, sehr schön fand, war, dass die Ogmonics meine Abgabe so wertgeschätzt haben. Also dass im Nachhinein noch Sprachnachrichten und so kamen, wo sich bedankt wurde. Und das fühlt sich schon toll an. Und bitch please, ich bin mit einer Band im Tourbus mitgefahren. Wie cool ist das denn? Davon träume ich seit 10 Jahren. Also alles an diesem Job war geil. Falls ihr euch dieses Video, was natürlich auch eine offizielle Mediengestalterarbeit von mir ist, mal ansehen wollt, es ist verlinkt in der Endcard und unten in der Videobeschreibung. Hallo, ich bin jetzt gerade schon im Schnitt und sehe gerade, dass noch Fragen reingekommen sind. Und die möchte ich noch ganz schnell mit einbuttern. Lord of the F fragt, Lieblingsvideo von Apple War. Schon wieder nicht gestorben, das war dieses hier. Oh, hallo, Mann. Verpiss dich! Und tschüss! Kajimon fragt, welches Auto fährst du? Ich fahre den... Porsche Cayman S, Jungs! Jawohl, ja! Drumming Lira fragt, wenn du eine Sache aus deiner Vergangenheit ändern könntest, welche wäre das? Eigentlich bin ich mit meinem Leben jetzt so zufrieden, wie es ist, weil jede Entscheidung, die ich getroffen habe, hat dazu geführt, dass ich jetzt hier sitze und das ist eigentlich ganz gut so. Ich glaube allerdings, im Nachhinein hätte ich mein Kapitel in Remscheid damals überspringen müssen. Ich bin 2014 für knapp 3 Jahre lang nach Remscheid gezogen und das, obwohl ich schon in Köln gearbeitet habe. Und diese Pendelei und das alles, das hat mich übelst wahnsinnig gemacht. Ich glaube, wenn ich die Zeit damals übersprungen hätte, hätte ich mir viel Nerven gespart und wäre vielleicht auch einen Schritt weiter in meinem Leben. Seper Babakan fragt, gab es schwierige Phasen als Cutter? Wie kann man diese meistern? Naja, da gab es schon das ein oder andere Projekt, wo ich zeitnahe Abgaben hatte und das Programm einfach nicht gerendert hat. Und du weißt nicht warum. Und es ist 23 Uhr abends, der Kunde wartet auf Video und du kannst nichts machen. So, da hilft meistens nur beten. So, das waren die Kommentare. Jetzt gibt's noch ein paar Witze. Impfstoffe sind wie Getränke auf einer Party. BioNTech ist der heiße Scheiß, den jeder will. AstraZeneca ist wie Oettinger. Schmeckt nicht, knallt aber halt auch. Sputnik ist der Absinth, den spätabends noch irgendwelche Freaks mitbringen. Soll knallen, aber du hast gehört, dass einige davon blind wurden. Stell dir vor, du hast eine super anstrengende Ausbildung hinter dir. Du bist Polizist geworden, um der Gesellschaft einen sinnvollen Dienst zu erweisen. Und wirst dann gerufen, weil Mario bald in der Bahn seine Maske nicht tragen will. Bitte vermeiden Sie Menschenaufläufe. Mist, dann koche ich halt was anderes. Bald ist doch auch wieder Distanz in den Mai, oder? Seit dem Homeschooling leidet mein Sohn noch viel mehr unter Mobbing. Dieser kleine Fettsack. Wer Angst vor Nadeln hat, ey, kein Problem. Ich habe neulich am Hauptbahnhof ein mobiles Impfteam gesehen. Die haben das über einen Löffel gemacht, den sie vorher erhitzt haben. In der nächsten Corona-Welle machen wir sicher alles richtig. Schließlich sind wir dann ja auch schon viel weniger Leute. Ein Symptom der Infektion ist ja der Verlust des Geschmackssinns. Wenn ich sehe, wie manche Leute angezogen sind, dann muss die Dunkelziffer ja schon echt hoch sein. Heiligabend 2020. Ho ho ho, draußen vom Walde, da komme ich her. Lasst mich sagen, euer Handdesinfektionsspender ist leer. Willst du mit mir gehen? Ja, nein. Da muss ich erst Karl Lauterbach fragen. Früher wollte ich Pilot werden. Heute arbeite ich in einem PCR-Testzentrum. Manchmal muss man einfach Abstriche machen. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Video. Ich auf jeden Fall. Ich arbeite schon fleißig an 9 lustige Witze-Folgen. Aber ich habe gerade viele andere Dinge zu tun, weil ich mich gerade in so einem Wandel befinde und so ein paar Sachen machen muss. Deswegen ein bisschen Geduld. Aber ihr werdet mich nicht das letzte Mal sehen, Leute. Ich wünsche euch was. Haut raus. Ich leg mich wieder hin. Daumen hoch und like und abonnieren. Like und abonnier, YouTuber. Daumen hoch und like und abonnier. Like und abonnier, YouTuber.